Hey und willkommen zu einer neuen Die Sims 4 Let's Build Folge zu meinem Base Blockhaus. Ja, bauen ohne Packs in dieser Reihe. Ich bin Daniel von SimFans.de und natürlich auch ganz schön, dass ihr wieder reinschaut. Ich freue mich. Hey, vielen lieben Dank auch nochmal für das Feedback zur letzten Folge. Es war ja wieder einiges mit dabei, auch mit Corona-Style-Tapete und Stalker-Pinguin. Ja, ein bisschen Spaß muss sein hier auch. Ja. Das Zimmer habt ihr eingerichtet, das Kinderzimmer. Ja, gibt's ganz, ganz viele Zimmer von euch für euch in der Galerie. Hashtag Baseblock suchen, da findet ihr das. Ja, das Zimmer habe ich noch gar nicht richtig eingerichtet, nur mal so ganz grob. Das Elternschlafzimmer und das Teenage-Girl-Zimmer hier, mit bisschen rosa und bisschen Holz und bisschen grau und sowas. Ja. Das war hier das Thema, finde ich auch sehr schön gelöst. Auch alles nur mit dem Base-Game, das war immer die Challenge hier letztes Mal. In der letzten Baufolge hier zu dieser Reihe habe ich das Badezimmer hier eingerichtet mit schönem Spiegelschrank. Und ja, so sieht das aus. Guckt mal an hier. Sieht besser aus, als ich es in Erinnerung hatte. Sehr gut. So kann es losgehen hier, sehr schön. Ja, auch der Balkon, der ist so ein bisschen für das Kinderzimmer. Ich habe damals so ein Puppenhaus drauf platziert und hier so ein bisschen was zu malen und schnibbeln. So sieht das aus. Ja, und unten haben wir natürlich noch das Wohnzimmer offen und auch hier noch den Garten. Ja, da müssen wir nochmal ran hier, wa? Da müssen wir nochmal richtig gut ran. Aber ich möchte jetzt erstmal anfangen mit so einer Garderobe. Das kann man ganz schön machen und ich finde, das bringt auch immer so ein bisschen Realismus in das Haus. Weil, ja, Basegame limitiert und so weiter. Viele bauen aber auch trotz Packs eigentlich gar keinen Flur. Gameplay-mäßig ist natürlich hier auch nicht so viel dabei. Also es ist schon so, dass man da einfach so ein paar Jacken hinhängt und so ein bisschen was. Es bringt nicht wirklich was, aber es bringt einfach was fürs Feeling, ja. Wir sind hier in einer Simulation und da will man möglichst vieles, glaube ich, drin haben, was man so irgendwie, ja, ganz gern halt hat. Auch damit es echter aussieht wie eine Garderobe. Ich platziere jetzt hier mal den Kleiderständer hier auch noch trotzdem neben die Tür, oder? Das muss man trotzdem einhaben. Den machen wir aber weiß. Das Holz passt jetzt nicht so gut rein. Wir haben leider nur den. Ja, ich glaube sogar über alle Packs. Wir haben keinen anderen Garderobenständer, nur diesen ollen Base-Game mit der hässlichen Jacke, die ich nicht mehr sehen kann. Aber so ist es halt, ja. Ich bin auch so ein bisschen, habe mich auch ein bisschen satt gesehen. Wir können auch hier noch so einen kleinen Stiftebecher hinmachen, ne? Ja, wenn dem Postboten schon wieder das Gerät nicht tut und man mit Hand unterschreiben muss oder so irgendwie so ein bisschen was. Und Schuhe wären natürlich nicht schlecht. Auch die könnte man so ein bisschen hochleveln. Oder aber auch hier an den Rand hin machen. Wir haben da sogar noch so eine Nische hier. Da kann man das hier reinstellen oder hinstellen. Ja, jetzt ist auch wieder ein bisschen schade, finde ich, dass es nicht so wirklich so Schuhe gibt für Kids oder so. Ich finde dann aber die weißen Stiefel da ganz fresh. Oder die, ne? Das sieht mehr nach Family aus. Einmal die hohen Stiefel, dann haben wir dann die und die Chucks und die Ballerinas oder was das ist, diese. Ja, yeah, ich nehme es mal in Schwarz-Weiß. Das ist immer noch hier am schönsten. Am Rand kann man sich das auch gut vorstellen. Ne? Da kommt man rein, Schuhe hin. So eine kleine Bank wäre noch toll gewesen jetzt, aber da wird ein bisschen knapp hier. Ja? Vielleicht hier auch noch die Schuhe hin und da eine Bank. Oder eher hier die Bank. Ja, zum Schuhe binden, dachte ich. Ne? Gerade für die kleinen Kids oder so. Wir können mal gucken. Ist aber auch schwierig im Base-Game. Ist wirklich wieder eine Challenge. Base-Game-Dinger sind echt die schwierigsten. Auch wenn es nicht so aussieht. Am Ende ist es irgendwie immer. Ja, Base-Game-mäßig halt aus. Aber wir haben ja nicht mal eine schöne, moderne Bank oder was. Nur diese ollen Dinger da. Eieiei, da muss man eigentlich wieder eine Couch nehmen. Aber das wird ja fast zu viel. Und die vom Wohnzimmer will ich nicht nehmen. Und die anderen sind eigentlich zu schwer. Und das ist irgendwie so eine Garten-Couch, die du eigentlich nicht mehr haben willst. Vielleicht könnte man mit der was machen. Wenn man die ein bisschen in die Wand reinsetzt oder so. Das wäre so wieder so eine. Ja, so eine blöde Idee, aber vielleicht wird's ja was. Sind wir beide Seiten irgendwie in die Wand reinstellen. Ich möchte eigentlich ungern. Ja, vielleicht sowas. Also eher so was Weißes, aber da gefallen mir die Kissen jetzt nicht so sehr. Das mit dem Orange haben wir jetzt da gar nicht drin. Das ist irgendwie gar nicht unsere Farbe. Eher so schwarz-weiß, blass-grau, blau-grün, wie auch immer. Ja, das finde ich eigentlich ganz schön. Das hat so ein bisschen zwar einen kulturellen Touch, aber. Oder das hier, ja, das geht fast schon als schwarz auch durch. Wir können das sogar hier noch in die Wand reinsetzen. Ja, das können die Sims trotzdem benutzen. Und das guckt nicht raus, weil das hier zu schmal ist, ja. Aber da, ja, und Halbwand geht auch nicht, weil das hier natürlich jetzt nicht auf dem Gitter ist. Aber ich
Das ist die Frage. Eigentlich macht man dann die andere Seite auch noch hin, aber das ist halt überhaupt nicht modern. Wie willst du das auch kaschieren, ne? Das ist echt schwierig. Es ist halt nicht wirklich modern. Ja, das Haus ist auch nicht hundertprozentig modern, sage ich jetzt mal, aber es ist trotzdem so ein bisschen. Es war schon so gedacht, dass es schon so ein bisschen, ne? Natürlich blockig und eher schlicht ist und nicht so. Wie kann man da irgendwas da vorstellen? Dachte ich, aber das geht auch nicht so gut. Ja, schade. Schade, schade, schade. Ja, das geht nicht. Ich überlege gerade, ob ich das zwischen die Theken, aber das ist auch zu schmal. Irgendwie sowas, aber da kannst du, was kannst du da machen? Man könnte vielleicht noch probieren, mit diesen Steindingern da was zu machen. Die kann man wieder nicht klonen, ne? Eieiei, da müssen wir jetzt nochmal welche suchen. Aber die kann man ja auch verkleinern. Dann ist man irgendwie so, das ist jetzt nur so eine Idee, so ein, wenn die da irgendwie da reinsetzt und dann verkleinert oder so macht. Das wäre noch eine Idee, eine Möglichkeit, sag ich mal. Ja, auch die sind natürlich wieder zu kurz. Dann kannst du es gleich bleiben lassen. Sieht auch komisch aus. Ne. Ne, wieder zurück. Bist du wieder an deiner Stelle? Sonst muss ich die nochmal suchen hier. So. Sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, wir machen nur das Rückenteil weg. Und lehnen das aber an die Wand an, die Kissen. Ja. Ist nicht mein Favorit, aber was ist die Alternative, Leute? Guckt euch mal das an hier, das geht alles mal gar nicht, oder? Ja, gut, die vielleicht noch, aber die ist auch wieder so groß. Das ist wieder so, ach, sabadagadagadagad. Ja, und die schmalen, die sind halt so breit irgendwie. Ich will da nicht so eine Couch reinstellen, das ist so mein Problem. Und die ist noch holziger. Die wenigstens noch schicke Kissen, die könnten da irgendwie fresh modern sein. Du, die wird noch gehen, aber die, eher gut. Okay, ich hatte die im Wohnzimmer eingeplant. Und dann könnte man auch die nehmen, aber die ist irgendwie auch so farblos, ne? Schade eigentlich. Schade, schade. Aber ein Tod muss man sterben. Bevor wir da jetzt länger rummachen, würde ich das einfach mal so lassen und ihr schreibt mir mal, wie ihr das findet. Oder was auch die Alternative ist dann, ja. Das ist ja die Frage immer. Wenn nicht das, was denn sonst? Okay. Ja, wir brauchen auch noch hier so ein bisschen ein paar Bilder oder irgendwas Schönes an der Wand. Aber ich möchte erstmal meine Jacken und Mäntel oder so. Ja, das eher für einen Kleiderschrank. Das sind eher so Jacken noch. Also das mit dem Kleidchen, das würde ich eher in den Kleiderschrank oben hängen. Also ein Schlafzimmer. Und das geht noch durch. Die gibt's noch aber auch in Schwarz-Weiß hier bitte, oder nicht? Gibt's nicht, ne? Oh Mann. Oh man. Oh man, oh man. Ja gut, okay. Also so Regale müssen nicht unbedingt angepasst sein. Ich würde dann aber auch das helle Holz nehmen. Machen wir das rechts und links. Ein bisschen tiefer, das ist so hoch, ne? Und in die Mitte ein Spiegel rein. Das muss eigentlich schon in den Flur auch. Dann. Ja, ich würde es auch wieder simpel machen, oder? Wenn wir die ganze Wand verspiegeln, das Regal auf den Spiegel. Da nehmen wir irgendwie so ein Ding, aber das ist auch nicht wirklich, oder? Ich mag ja diesen Metall-Look, aber hier sehe ich den jetzt eher weniger auch. Man könnte auch hier so zwei Spiegel nehmen, aber die sind ein bisschen schmal. Ja, der geht auch, aber ist jetzt auch nicht so mein Favorit. Ich würde, glaube ich, echt wieder so ein Simpler nehmen. Keep it simple. Gucken wir uns das mal an. Ja, die kann man nämlich schön hier stückeln, ja. Dann machen wir das doch so, dass das hier ein bisschen höher noch ist, dass das hier auf der Oberkante ist. Ja. So ist das doch ganz gut. Das macht den Raum ein bisschen größer. Diese Nische, diese Ecke da ist ein bisschen besser ausgenutzt hier. Ja, so schön. Oder? Viel Spaß beim Putzen. Ja, ist doch wahr. Und jetzt könnte man da auch noch vielleicht so einen kleinen Teppich da hinlegen. Das ist auch mal ganz schön. So ein Teppich. Willkommen. Ja, die Teppiche sind auch wieder schwierig, ne? Ja. I'm not amused hier. Ja, nehmen wir das mal. Die dunkle Matte, ja, ist immer besser, weil so helle Matten, da sieht ja gleich den Dreck auch. Was haben wir denn da noch an Matten? Man kann ja auch so eine nehmen, die dann kleiner machen, das geht ja auch.
auch mal ganz gut, wenn man sowas nimmt. Die sind auch sogar ein bisschen größer, ne? Das sieht so ein bisschen realistischer aus irgendwie. So eine richtig schöne Eingangsmatte. Wenn man da irgendwie so ein Beige nimmt oder so, das Weiß ist zu hell. Das kannst du nicht nehmen, aber so ein oder so ein Braun. Ja, ist jetzt wieder, die andere hat mir besser gefallen, aber auch in dem dunklen Ton. Da gibt es keine richtig dunkle, ne? Da gibt es nur diese blaue da. Gut, wir haben hier so ein bisschen Blau, sollen wir da dann so ein bisschen ins Blaue gehen vielleicht? Das könnte man natürlich auch machen, aber das ist mir zu bunt. Das ist mir zu bunt. Wir brauchen hier noch ein paar Pflanzen, dann sieht es gleich ganz anders aus. Dann sieht es wieder besser aus. Oh ja, genau. Diese Basecamp-Pflanze da, die können wir nehmen. Oder ja, lieber eigentlich die neueren. Weil die neueren, die sind. Ja, wo sind die denn, die neueren? Da, die Palme da. Ist auch in diesem Fresh Blue. Ja, dann wird es ein bisschen poppiger. Also was Poppigeres könnte es auch. Finde ich auch ganz gut. So neben der Tür auch, da kriegt ihr auch schön viel Sonne. Es wird so ein bisschen der Blick ins Wohnzimmer gehemmt. Und das passt auch hier ganz gut von den Laufwegen. Das geht, das ist okay. Ja. Dann könnte man hier nochmal so eine... Eigentlich haben wir schon genug Oberflächen. Vielleicht hier nochmal so ein Regal oder so hin machen. Das ist nochmal ganz gut. Dann nehmen wir auch das Tiefschwarze bitte. Das ist das. Oder das Weiße auch, oder das Holzige. Das Holzige wäre jetzt auch was, das Hellholz. Wenn wir da nämlich das helle Holz, jetzt gucke ich da doch nochmal, ob wir da irgendwas, aber da gibt es kein helles, gibt es nur Weiß und das Braun, ne? Ein anderes Braun noch, ja. Ja, ne, ich dachte halt immer, dass man irgendwie mit dem Holz, wenn man auch hier dieses Holz von den Regalen, dann könnte man das auch hier das nehmen. Weil irgendwie, dass wir das ein bisschen die Farben wieder aufgreifen, ne? Das ist so die Challenge. Und ich glaube, wir haben die Küche auch die gleichen Theken genommen. Da müsste man hier auch die anderen wieder nehmen. Dann gehen wir hier so ein bisschen in diese Töne da rein. Blau und so ein warmes Holz noch ein bisschen dazu. Schwierig auch, weil die Farbe passt auch nicht ganz wieder zusammen da, ne? Das ist echt schade. Voll schade. Wieso nicht? Dann eher sogar das hellere nehmen oder ist das dann wieder. Oh Mann, oh man. Haben wir einen Beistelltisch eigentlich, der in den Farben da auch verfügbar ist? Ich glaube, da gibt es hier den einen da, ne? Das könnte man auch machen. Natürlich ist der jetzt zu breit, aber da gibt es, glaube ich, auch noch irgendwo ein. Immer interessant, was es eigentlich alles im Basecamp gibt, ne? Müssen wir mal wieder gucken und ein bisschen rausfinden. Ich glaube, das war der dann, ja, genau. Den gibt es auch in zwei verschiedenen von diesen. Hellen Tönen da. So ein bisschen, wie kann man da auch so einen Tisch hinkaschieren? Das wäre noch die Idee, Leute. Ja, unten ist auch braun, ich weiß, aber wenn man das so vielleicht macht und dann hier dieses Tischchen da rein klebt. Ja, die hat noch ein bisschen Luft. Muss ja jetzt nicht unbedingt das hier sein, aber schon das Holzfarbene, oder? Ist auch wieder ein anderes Holz, ne? Oder hier ist so ein Schränkchen da. Ich glaube, das passt ganz gut. Aber das kaschiert wieder nicht richtig. Muss schon so ein fettes Kästchen da sein. So ein oder so eins auch wegen mir. Ist auch gut. Könnte man sich an die Farbe halten. Da gibt es auch viele Sets. Wäre vielleicht sogar ganz schön auch. Oh, das ist auch wieder zu eng. Nee, da muss schon das andere sein dann, ja. Ich hätte halt so gern die Bank kaschiert, wisst ihr, wie ich meine? Aber das passt auch nicht. Dann müsste dann wieder in dem dunklen Stil sein. Dann wird es zur Bank passen, aber vor dem Fenster da. Haichi Bumbaichi hier, das ist doch nicht zu glauben. Nee, das hat mir vorher besser gefallen, muss ich sagen. Also ich mach das nochmal weg. Ja. Und ich pack das aber vielleicht hier hin, oder? Da braucht man eigentlich auch keinen. Nee, da ist es zu breit, so ein Tisch. Okay, also ich bin wieder hier hin und her, ne? Das ist echt schwierig. Das ist echt schwierig. Hm. Machen wir da irgendwas an die Wand hin lieber? Da würde ja auch ein Spiegel gut passen, ne? So von oben bis nach unten. Das ist da neben dem Klo auch.
Da könnte man schönes, hohes Gemälde machen. Vielleicht die Birnen, die sind Base Game. Die sind eigentlich ganz schick, finde ich auch. Da hat man auch, glaube ich, diesen Bilderrahmen in dem Holz. Da gibt es nur das eine. Aber das ist fast gut. Das kann man nehmen. Sieht denn das aus, wenn man das größer macht? Das ist ein bisschen heftig, ne? Ja, es reicht auch kleiner. Ist okay. Machen wir das auf Türhöhe. Ja, dass man diese Farbe da irgendwie nochmal reinkriegt. Wir haben, glaube ich, auch sogar hier so andere Bilder noch in so einem Ton. Das könnte dann ganz gut harmonieren. Harmonieren. Unser Früchte-Eingang. Ah, ein bisschen mit dem Grün, das ist auch ganz gut. Das ist eine Obstbauerfamilie. Ja, uns bleibt nie viel übrig. Was soll ich denn tun hier? Ja, sind alle Querformat. Und wenn Hochformat, da sind so komische Rahmen dabei. Ich kann die ja nicht umrahmen. Da müsst ihr selber Fotos machen. Im Gameplay geht jetzt auch seit dem Update da wieder. Ja, den Blumber will ich auch nicht nehmen. Gut, die Vögelchen da. Aber die habe ich, glaube ich, oben auch schon genommen. Auch nicht wirklich gut. Und das so ein bisschen da was macht, aber das ist auch mit dem Schatten wieder blöd, wenn man die vergrößert. Bei den anderen sieht man es nicht so. Ja, ich würde das aber trotzdem irgendwo mal gerne nehmen. Ich finde das ganz schick, aber es ist so mini. So mini, das kann ich auch nicht mal sehen. Das gibt's noch, genau mit dem Blätthorn da. Die Blätthorn. Die Blätter. Machen wir die Blätter. Ja, anderes Grün, ne, die Blätter. Das passt eher zu diesem Ton hier dazu. Ich weiß auch nicht. Machen wir das dahin oder so. Das ist so ein schönes Küchenbild, oder? So eine Pflanze und so. Das geht. Ja, gut. Also ich bin nicht so hundertprozentig mit diesem Flur zufrieden. Vielleicht mache ich die dann doch wieder neutraler, dass wir das Blau nur echt bei den Kissen irgendwie haben. So, da hatten wir das Problem, dass das hier nicht... Aber dann haben wir das hier. Bisschen wärmer. Bisschen schlichter, bisschen wärmer, ne? Ja, wir sind nur schon wieder so... Schon wieder so blass alles. Ist doch nicht dein Ernst jetzt hier. Wenn man die Pflanzen da so nah ans Fenster hinschiebt, dann werden die so dunkel. Manchmal auch, wenn man sie nicht ans Fenster schiebt. Ja, aber das glaube ich ganz gut. Wie gesagt, so als Sichtschutz und trotzdem als, ja, so nebendran nochmal. Das kann auch gerne ein Stück weiter rüber. Aber die Bank finde ich schön, muss ich echt sagen. Also die Bank, die gefällt mir immer mehr sogar. Wie könnte man denn die Ecken da noch kaschieren? Wir haben nicht so Winkel irgendwo oder was. Kriegst du nicht hin hier. Wenn du es weiß machst, dann ist es auch wieder ein bisschen... Ja. Gefällt mir das besser oder nicht? Weiß ist halt wieder ein bisschen schlichter auch. Könnte man das auch nehmen, wenn wir jetzt in dieses Wärmere reingehen. Sollen wir in das Wärmere reingehen, aber so ein bisschen mediterran mit Obst und mit Orangen und Palmen und so. Ein Stück weit zumindest. Ja, ich denke doch. Ja, machen wir jetzt aber noch die Garderobe weiter. Babypunkt, Show Hidden Objects. Da gibt's schöne Sachen da. Im Debug. Falls ihr wissen wollt, wie das geht, Tipps und Hilfen-Playlist angucken. Da gibt's die Infos dazu. Da müssen wir, wieso zeigt es mir wieder nichts an? Debug, komm. Habe ich falsch eingegeben? Babypunkt. Babypunkt, Show Hidden Object. Schreibt gar nicht. Babypunkt. Ich muss mich immer so komisch über mein Mikro drüber beugen. Babypunkt Move Objects. Nein. Babypunkt Show Hidden Objects. Jetzt ist aber richtig eingegeben, ja? Und hier eigentlich dann Debug eingeben. Jetzt geht's. Okay. Habe ich mich wieder verklickt hier. Weil da gibt's schöne Sachen. Oh ja, die Fernbedienung brauchen wir auch gleich mal. Die man so nehmen kann zum Dekorieren. Und da gibt es auch so Pakete und so Kugelschreiber, die da rumliegen noch. Und irgendwie sowas. Kaffee. Ja, natürlich. Hier, der Kaffee, der kommt aber da rüber, der Kaffee. Da können wir die Kaffeepacks da draufstellen auf den Flacker. Auf den Flacker-Mode. Wir haben auch Hamsterkäufe hier gemacht. Mensch, Leute, macht das doch nicht.
Ehrlich mal, ich bin hier im Supermarkt und denke, nee, ist nicht euer Ernst, hier alles weg. Alles weg, du, das glaubst du nicht. Hier Pakete. Ja, hier gibt's noch, hier. Da gibt's noch. Als nicht, ist nicht mehr die Nudeln. Ja, Säge braucht man. nicht mehr die Nudeln und das Klopapier und so, sondern alles Mögliche. Also ist echt unglaublich. Ihr müsst das unterlassen. Bitte untersteht euch. Ich brauche auch noch Nudeln und so. Ja, zumindest ein paar. Aber wenigstens machen sie das jetzt mit den Rationen. Also, dass du nicht so viel kaufen kannst, aber trotzdem ist alles leer. Doof. So doof aber auch. Was haben wir denn da noch? Ja, so eine Mitarbeiterkarte oder was, die kann man noch gut nehmen auch. Passt auch auf die Theke mit dem... Wie man so die Schlüssel hinschmeißt, leider haben wir keine Schlüssel. Beziehungsweise schon Schlüssel, aber der ist halt so hochkant. Das ist, glaube ich, ganz gut. Lippenbalsam, ne? Hat jemand da noch liegen lassen? Das ist doch, da hier gibt's der Schlüssel, hier gibt's den Schlüssel. Aber das ist leider halt so rum, ne? Das sieht ein bisschen doof aus irgendwie, ich weiß auch nicht. Was lautet der denn jetzt da ein? Mit dem Kugelschreiber und dem. Ja. Das reicht, glaube ich, auch. Oh ja, diesen Laub-Unkrautsauger. Der ist eigentlich aus Jahreszeiten, aber gibt's aber im Base-Game. Die kann man auf jeden Fall nochmal platzieren. Den müssen wir immer eins wieder hochleveln. Kann man da irgendwie so, würde den glaube ich so rum hinstellen, ne? Aber war man gerade dabei, deswegen steht er da noch vor der Tür. Immer da hinten auch unsere Müllecke und den, oder wir machen den hinters Haus, dann können wir da einen schönen, haben wir gleich schon eine schöne Gartendeko da, oder? Ja, würde ich mal so sagen. Kaffeemaschinchen. Ich finde das immer voll cool, wenn das dann mal ein bisschen was dabei ist. Aber wieso ist denn das Ding so klein eigentlich? Das ist ein bisschen zu groß, aber da passt die dann eher rein, ne? Ah, da ist auch eine Kanne drin. Die ist ein bisschen arg mini, oder? Was ist denn das für eine kleine? Nur eine Tasse, dann kannst du gleich aus der Kanne trinken, oder was? Was ist das hier? Dosen. Na, Dosen holen wir uns nicht, oder? Vielleicht so zwei Dosen oder so, aber nicht irgendwie, dass das so aussieht, wie wenn wir voll die Hamsterfamilie wären. Die Hamsterfamilie, die sehen alle aus wie Hamster. Oh, Kinderbuch. Tja, Kinderzimmer habt ihr eingerichtet. So, da können wir noch so ein Yoga-Buch oder sowas können wir noch oben. Ich sehe das halt immer, und jetzt muss ich wieder von Raum zu Raum switchen. Switchen hier. Wir switchen mit den Büchern hier rüber, genau. Die Stretch-Übungen. In Klammer. Wellness-Tag-Gameplay-Pack wird zum Spielen benötigt. Okay. Genau, ein bisschen Superdünger. Das ist immer auch so schön für den Garten. Nur die Arten kommen in den Garten hier. Mhm. Oh, das Kuhpflänzchen. Und wusstet ihr überhaupt, dass wir jetzt den Wachstumsstatus, Stadium, dass wir das festlegen können? Das ist ein geiles Gameplay-Objekt, Leute. Wenn man mit Shift-Klick draufklickt, mit Testing Sheets True, kann man Wachstumsstadium und hier blühen sagen. Dann ist die schon ausgewachsen, die Nudel. Ha! Ja, hallo. Ah. Gibt's auch für euch im Merch-Shop die Kuhpflanze. Gezeichnet von Nashi. Wirklich, wirklich nice. Wirklich, wirklich nice. Echt jetzt. Ist echt toll. Mega cool. Ich habe sogar ein Video hier im Channel, wie sie das zeichnet im Schnelldurchlauf. Mega geil. Ist wie Speedbuild, nur mit Zeichnen. Ich finde sowas ja voll faszinierend. Wir brauchen noch ein Blümchen auf der Theke, ne? Wenn wir aber da so ein grünes aber. Oder? Da ins Eck, ne? Noch ein Blümchen rein. Das sieht schon ein bisschen mitgenommen aus. Ja. Vielleicht kann man da noch mal auch noch so, da muss man auch noch einiges machen hier. Wie ist jetzt der Pizzakarton? Der kommt. Wer isst gern Pizza? Wer isst gern Pizza? Alle. Nee, aber wo kommt der hin? Welches Zimmer ist hier die Frage? Ins Teenager-Zimmer? Da haben wir jetzt die Kamera liegen. Ich mach den da drauf. Oh, der ist sogar hier schon fertig, die Pizza hier. Wow. Ja, mal so. Hat sie Fotos vielleicht gemacht von dem Blumenstrauß? Macht sie gerade Einladungskarten oder so? Für die Hochzeit von irgendwem? Ja. Ich muss auch wieder mehr fotografieren. Ich mache das in letzter Zeit zu selten irgendwie. Ich mache das eigentlich gar nicht mehr. Besser gesagt. Und ja, das ist ein bisschen schade.
So, Wohnzimmer. Ich würde auf jeden Fall mal gucken, dass wir da einen Teppich reinkriegen. Irgendwie einen, der irgendwie gut aussieht. Und dann auch noch nur mit dem Base Game. Das kannst du ja vergessen eigentlich. Soll ich erstmal gar nicht erst anfangen, oder? Wenn da irgendwie so, wenn es da so einen Teppich geben würde, der zur Wandfarbe passt, guck mal, der ist gar nicht mal so schlecht. Dann wäre das doch ganz praktisch. Dann wäre das was ganz, ganz gut. Dann mal so einen großen, oder dann will gar keinen machen. Man kann den auch wieder verkleinern. Es geht schon alles auf. Aber ich würde schon einen Teppich reinmachen. Irgendwie, vom Gefühl her weiß ich auch nicht so genau, muss ich irgendwie da einen Teppich haben. Wir müssen dann jetzt noch so ein bisschen mehr in das Weiße reingehen, sonst wird es hier auch zu düster. Ich würde auch mal sagen, ja, dass wir da, was machen wir denn da noch? So einen quadratischen Tisch gibt es, glaube ich, gar nicht im Base Game, oder? So ein Couchtisch? Ja genau, da gibt es nur den da, aber der geht gar nicht. Dann hätten wir noch so einen Glastisch, oder? Glastisch geht immer. Schön schlicht. Schön simpel. Das ist doch ganz gut. Ja, ja, ja. Ja. Oder? Sollen wir die Couch jetzt eigentlich nehmen oder nehmen wir nochmal eine andere? Die wäre natürlich auch wieder da, aber die ist irgendwie so ohne Kissen. Nee, ne? Jetzt gucken wir da hier nochmal. Ich bin da immer ein bisschen vorsichtig, gerade bei so Sofas, aber ein weißes Sofa ist auch. Ach, da gibt es so viele weiße, ne? Merke ich gerade. Eieiei. So ein Grau, aber das Grau ist schon sehr. Also mir fehlt hier eigentlich so ein bisschen Licht auch oder irgendwas. Aber da gibt's nicht so schöne Farben, ne? Jetzt nicht so wirklich schöne Farben, ne? Weiße Couch, Leute. Das ist doch mal wieder. Aber eigentlich finde ich schick, ne? Sieht schon ein bisschen so ein bisschen Deko-Sofa dann zwar. Aber irgendwie ist es schick. Schreibt mir das mal bitte. Oh, die sind auch schön. Es geht jetzt wieder ins Asiatische rein, aber ich finde die total schick. Auch so schöne filigrane Pflänzels. Kann man die da eigentlich oben drauf stellen oder sieht das doof aus? Finde ich sogar da hier so hin. Finde ich ganz gut eigentlich. Wieso denn nicht? Wenn wir das mal jetzt ins Eck reinstellen, wollte ich eigentlich noch so ein Sessel mit irgendeinem Bücherregal. Weil ist das schon eine Bodenpflanze, oder? Also man macht die ein bisschen kleiner. Tut sie, wenn die da im Ding drin wäre. Finde ich auch cool. Hätte sogar was Modernes irgendwie. Alles verschwindet hinter irgendwelchen Fronten. Oder Oberflächen. Da noch sowas. Das ist auch voll toll, ne? Kann man die nochmal einmal verkleinern und dann. Das geht sogar. Guck mal an. Das sieht ja mal geil aus. Ja, das wird mal eine Pflanzendeko jetzt hier drin. Das willst du da auf die Sideboards auch stellen, da, ne? Oh nee, das Spiel mal wieder alles dunkel hier. Ach, liebes Spiel, du mit deinem Nachtmodus. Ja, nicht normal, Dunkelmodus wie ein WhatsApp. Nee. Oh, verflucht. Was heißt du? Daniel, verfluchter Spiel. Ja, oder Orangenbäumchen. Ich mach die ja so gern da rein. Ich lieb die halt. Aber ich kann mir irgendwas stellen. Und das tolle Sideboard. Da musste man so kleine Pflänzchen draufstellen, ne? So Babypflänzleins. Immer am besten so ein paar auch draufstellen. Ich mach die sogar mal ein bisschen kleiner. Ist vielleicht ganz cool. Kann man eins. Ach, das geht. Die schwebt sogar schon. Uiuiui. Ich dachte eher, dass man so. Na, dass man das so kleine so weit da macht. Ist eigentlich egal, wenn der Topf ein bisschen kleiner ist. Die Pflanzen werden es überleben. Wenn da irgendwie so ein Dreiergespann ist, ist ja immer gut, Dreiergespann. Große nach hinten. Ja, oder? Ist cool. Es verwirrt ein bisschen, wenn man kennt die Pflanze und weiß, die ist gar nicht so kurz. Und dann denkt man immer, ah. Aber wenn man denkt, das ist ein anderes Objekt, na, alles gut. Ja, da gewöhnt man sich auch dran. Am Anfang denkt man immer, die setzen da drin. Die finde ich auch immer ganz schön. Ich weiß nicht warum, die sieht auch so aus, wie wenn ich gleich eine Pollenallergie kriege. Ist auch nicht wunder, wie modern auch, ne? Die da, die muss unbedingt noch rein.
Wir machen erstmal ein paar Pflanzels, dann kommt da noch so eine Stereo drauf. Was habe ich noch im Plan? Bücher oder sowas. Bücher oder sowas. Ein dummer Lautsprecher. Ich nenne die jetzt dumme Lautsprecher, weil die sind nicht intelligent. Die sind total dumm. Was soll ich denn dazu sagen? Die werden vielleicht mal irgendwann intelligent sein, aber bis dahin sind die dumm. Ey, du bist voll dumm hier. Ich finde es voll dumm. Aber das ist auf jeden Fall auch was Modernes. Die kann man auch draufstellen oder das dann wieder drunter stellen. Wenn man so eine große nimmt, ist es ein bisschen fast wieder zu viel auch. Ne? Zu viel des Guten. Wir müssen hier auch schön dancen. Die Sims dancen immer so gern. Ich will hier tanzen. Die anderen kann ich nicht nehmen. Ja. Ich finde das gut. Wenn die auch so mit Glas und so ist, kann man die auch vor das Fenster stellen. Ne? Fand ich damals voll toll, weiß ich noch. Da vor 5 Jahren, als das Spiel rauskam, mit so, oh, mit Glas und das ganze Gehäuse ist ja Glas und so. Wow. Aber wie soll so ein Subwoofer funktionieren, wenn der so einen kleinen Glaskörper nur hat? Das kann ja gar nicht gehen, oder? Geht das? Weiß das jemand? Ihr habt doch, von jedem ist ja ein Experte dabei, oder? Genau, jetzt können wir noch so ein bisschen so ein Tablet dahin. Wir haben voll das große Pro-Tablet hier. Und Aktivitäten da noch so ein bisschen was. Das muss ein bisschen familiärer hier noch werden, ne? So eine Gitarre oder so eine Freezer Bunny ist auch geil. Freezer Bunny mit Dingens hier schwarz-weiß, halt ich schon schick. Die kann man auch so ein bisschen ausstellen da oben drauf. Ist das so ein Ausstellungs... Ja, aber die würde ich jetzt eher auf den Boden irgendwie stellen. Die ist mir jetzt ein bisschen zu hoch für das Regal. Kann man hier vielleicht so in die Ecke irgendwie noch dazu, oder? Das ist, glaube ich, ganz gut. Passt jetzt weniger zu den Blüten. Zu diesen Filigranen. Die gibt es auch in Gelb. Und in Weiß? Wieso sagt mir das niemand? Das habe ich bestimmt schon mal gesehen. Die Gelben sagen mir irgendwas, aber die Weißen? Das ist natürlich auch was. Das ist natürlich auch gut. Ja, so eine gelbe Farbe, da wäre eigentlich ganz schön noch. Vielleicht auch sogar einen weißen Teppich. Ich will da so ein bisschen mehr Licht reinbringen. Wisst ihr, was ich meine? So ein bisschen irgendwie noch eine Farbe, ein bisschen Licht. Aber gelb. Ja, der schwarze Topf fand ich schon auch gut. Ja, das Beige da dabei. Ich hätte so gerne mal, das ist irgendwie so eine... Ich traue mich das immer nicht, so eine Farbe zu setzen. Ich finde auch den Grauen voll toll, diesen Graugrünen. Aber am Ende denkt man dann doch, wenn man sich so Häuser anguckt, wo sich Leute getraut haben, denkt man sich, wow, geil, sieht einfach gut aus. Ja, hast du da hier diese Farbe da genommen. Ich würde da gerne ein bisschen was Knalligeres nehmen. Auch wenn man da vielleicht eine Wand gelb macht. Wieder den gelben nimmt. Ich bin da halt voll dahinter. Aber viele wollten dann neutralere Farben. Jetzt habe ich das Problemchen. Wie kriege ich die jetzt kombiniert hier? Ja. Die Farbe gibt es sonst nirgends da von der Wand. Einfache Standardfarben. Nee. Voll schwierig. Und schwierige Standardfarben. Ja, ich denke, soweit kann man es mal machen, ne? Jetzt gucken wir noch ein bisschen nach Lampen und dann geht das schon. Das passiert. wir müssen Base Game gucken, ja. Base Game. Ja, da geht schon wieder weiter hier. Also ich bin langsam wieder auf Kriegsfuß mit dem Base-Spiel. Also die ist wieder so ein bisschen, ich weiß auch nicht, die ist so möchte gern futuristisch, aber irgendwie retro. Und die ist irgendwie halt mit dem Metall, finde ich voll geil, so eine Lampe. Aber die ist so ein bisschen, die ist eher für so ein Studio-Loft. Und nicht für so ein Haus mit ja, Kindern, oder? Weiß auch nicht. Ich finde die geil. Die hat sich Papa gekauft. Ja, die hat sich Papa einfach gekauft. Die hat er gar nicht mal dann gefragt. Und dann sagt er zu Mama, ja, du, was hast du denn da gekauft? Sagt er, ja, das habe ich halt gesehen und wollte ich unbedingt haben. Kann man hier lesen. Ja gut, dann war die Lampe da. Ja, oder man nimmt diese Standard-IKEA, das wäre eigentlich schon die coolste, ne?
Ja, ich glaube, wir meinen es doch so. Vergesst die Story mit Papa und so. Oh, wo stelle ich denn die wieder hin? Ich fühle mich da immer so komisch irgendwie. Also man läuft ja eigentlich hier rein, dann müsste man hier eigentlich so eine Nische, so eine Lücke lassen, wenn man hier reinlatscht ins Wohnzimmer. Und jetzt darum, da könnte man, glaube ich, ein bisschen außen rum laufen. Aber ich würde die gerne hier so in der Mitte platzieren, dass beide davon was haben. Ja, das ist so auch bei Nacht so ein bisschen noch. Ja, man könnte da eigentlich auch noch mal eine Lampe reinsetzen. Sonst ist das auch zu... Ja. Tagsüber kommt das Licht von hinten. Ja, Leute, ich würde auch mal sagen, das war's für heute. Machen wir mal einen Knopf dran. Da kommt natürlich noch ein bisschen was. Wenn ihr den habt, gerne schreiben. Ich finde das aber auch so ganz schön. Ein bisschen schlichter heute mal. Der Topf da hinten ärgert mich, dass der so gelb ist. Das sieht aus, wie wenn der schmutzig wäre. Ich muss den jetzt leider doch wieder in rosa. Ist mir das rosa lieber als der gelbe Topf. Oh, wartet mal. Da gibt es noch eins. Gibt's noch. Ja, man kann diese Dinge auch hier. Gibt's noch. Ah, nee, das war Großstadtleben. Aber da gibt es auch noch so eins. Ne? Mit schwarz-weiß auch cool. Wir müssen das Schwarze ein bisschen mehr reinschwappen lassen wieder noch. Dass das nicht nur so am Rand ist. Ja, ein bisschen weggucken, ein bisschen hingucken. Und nächstes Mal geht's weiter. Hier mit dem Base-Blockhaus. Bauen nur mit dem Basisspiel ohne Inhalte aus Packs. Heute haben wir den Fluss ein bisschen gemacht. Den haben wir schön warm gemacht. Sieht auch schön aus von vorne mit den Sonnenstrahlen. Und hier hinten das Wohnzimmer, das ist vor allen Dingen nachmittags und abends haben wir hier Licht. Schön durch diese großen Fenster. Ich bin noch am Überlegen, ob ich nicht das Fenster hier doch auch aufmache. Wenn man das hier wirklich so voll verglast macht. Das ist natürlich schon geil. Das ist schon geil, ja? Also so große Fenster hier, wow. Schon cool. Ich dachte halt wegen dem Fernseher, dass es ein bisschen symmetrisch ist. Auch hier, aber da oben ist eigentlich egal. Das ist eine richtige Öffnung der Wand. Das ist ja richtig Mauerwerk gespart. Ja, nee, das ist echt toll. Das gefällt mir voll gut. Findet ihr das gut? Was sagt ihr dazu? Nächstes Mal geht's weiter. Bis dann. Daumen nach oben nicht vergessen. Macht's gut. Ciao.